Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich habe einen Froschenhals. Und ich bin im Sprengmeister-Simulator, Blaster-Simulator, wieder. So, die Frage, die sich ja stellt, ist, muss ich überhaupt beide sprengen oder langt einer? Wir probieren es mal spaßeshalber mit einem. Das fasziniert mich jedes Mal wieder, dass das Ding einfach auch quasi auf der nächsten Stufe landet. Meine Herren, wenn deutsche Hochspannungsleitungen bauen, dann bauen sie die aber für die Ewigkeit, oder? Das ist doch jetzt ein Scherz. Unfassbar. Mal Overkill. Ich will jetzt einfach mal wissen, was muss ich denn bitte schön hier alles sprengen, dass das Ding hier Luft fliegt? Vor allem, es geht ja eigentlich bei Sprengungen eben nicht darum, das Ding unbedingt hoch in die Raumstationsebene, ja, in den Orbit zu bringen, sondern eigentlich soll das kontrolliert kippen. Thank you.
verstehe, warum der jedes Mal zu der Seite da umkippen will. Ich glaube, das ist es. So. Damit bin ich zufrieden. Cool. Da hat wohl der deutsche Steuerzahler wieder einen Autobahnbrückenabschnitt gebaut bekommen. Damit er fertig gebaut wird. Cool, ich hab Typ C-Sprengstoff. Ja gut, diese Betonsäule sind, die Säulen sind halt extrem massiv. Also würde ich sagen, dann muss man halt bohren, gell? Aber ich kann keine Bohrung ansetzen und in das Ding reinsetzen. Ich will mal gucken, was der Typ C denn ausmacht. Typ C ist zumindest ziemlich beeindruckend. Sehen wir, wenn deutsche Autobahnbrücken bauen.
B und der A ist definitiv nicht stark genug, um die Säulen umzubehauen. Bedeutet, ich kann uns auch gleich sparen, den Sprengstoff da unten dran zu bringen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur C weghauen. Und die anderen hauen wir. Weil wenn wir die Dinger eh nicht hochjagen können, dann können wir uns auch sparen, den Sprengstoff da anzubringen. Nicht ganz. Ganz. Voll die Laufarbeit. Was. Cool, was ist das denn? Ein Aussichtsturm. Ah. Holzstreben. Ich hab 4A. Warum ist ja die Sprengung nicht hochgegangen? Wie 36%, das Ding liegt. Soll ich das zertrümmern oder was? Das habe ich doch sauber abgesprengt. Ha! Okay, wir sollen also scheinbar wirklich den kompletten Sockel mit wegblasen oder was? Hm.
Obwohl, aber es kann passieren, dass es, wenn ich das so spreng, direkt wieder einfach quasi so aufsetzt. Wie vorhin bei dem Strommast. Jo, guck, das Ding wackelt, fällt aber nicht. Schieferturm von Pisa. Kann ich das nicht einfach ein bisschen schubsen? Ja, komm, fall um. Du wurdest vom Trümmerteil los. Können echt zeitverzögert springen. Das wäre nicht mal was. Ja, und hier. Vielleicht nicht irgendwie in das Gerüst reinsetzen kann. Oder gibt es mal einen hier? Einsetzen auf die Rückseite. Und den vierten. Das ist halt verzögert. Geht das so? Ist das. Gut, umgeschmissen haben wir es. Das war nicht der Punkt. Aber ich kann dann richtig das Ding dann auf mich plumpst. Ach, guck mal, so geht's ja doch. Ist ja lustig. Den müssen wir jetzt wieder wegnehmen. Doofer. Doofes Spiel, so nett. So, nochmal. Jo, Alter, dann von mir aus ist eben drin das eine. Und ich spiele mir dann dachte das irgendwie. Dato hat das Spiel nie gejuckt, ob ich einen Trümmer getroffen hätte. Ich habe doch teilweise mit der drin gestanden bei der Sprengung. Was geht denn jetzt ab? Der ist wieder hochgewippt. Was ist das denn bitte? Was für ein Holz haben die das gebaut? Jo, wenn ich das will, dass es in der Mitte ist, dann ist es mit. Oh. Komm, ich wurde jetzt nicht immer getroffen. Sieg! Ey, das ist doch Blatt. Haben wir 36%. Kann nicht sein. Das Spiel macht mich echt fertig. Unglaublich. Ich will Typ C Sprengstoff. Probieren wir was ganz anderes aus.
Tür. Das macht dem nämlich gar nichts. Da habe ich nicht nur die äußeren Dinge angesprengt. Also würde ich sagen, ich muss innen rein, von innen nach außen muss die Struktur weggeblasen werden. Aber ich krieg den Scheiß ja nicht reingesetzt. Aber das gilt ja 60%. Ein neues touristisches. Ich feiere das Spiel. Okay, ich verstehe jetzt nicht, warum das jetzt dann erreichte Quote 66% ist, aber scheiß drauf. Ich amüsiere mich köstlich. Der muss jetzt langsam nur mal auswippen, damit das Spiel checkt, okay, Sprengung ist vorbei. Und ich darf jetzt nicht in die Strand laufen, sonst heißt es wieder, du wurdest von einem Trümmerteil getroffen. Ich feiere das gerade. Und, was hast du denn heute Abend gemacht? Boah, ich hatte so ein Spiel, da soll ich so einen Holzturm sprengen. Ich habe 4 Sprengladungen angebracht und dann hat das noch eine halbe Stunde ausgewippt. Und ich habe zugeguckt. Ich glaube, jetzt haben wir es fast geschafft. Jawohl. Wie göttlich. So, was soll man jetzt hochblasen? Was ist das denn? Was soll das sein? Ist das eine Bühne oder was? Ah, eine alte Zeppelin-Halle. Ja gut, aber dann setze ich einen Cut. Wir sehen uns hier gleich wieder. Dann jagen wir die Zeppelin-Halle hoch. Dann bis gleich. Tschüss.